Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 22 von Astroneer. Ja, wir haben den Wagen hier voll, müssen jetzt wenden und müssen gucken, dass wir da hochkommen. Irgendwie ist der gerade eben schon runtergeschlittert, als ich hier gestartet habe. Müssen wir mal gucken, wie ich das hier hinkriege, ne? Aber das machen wir alles nach dem Intro, würde ich sagen. Bis gleich. So, dann mal schauen. Ob ich das hinkriege, aber ich glaube, ich muss vielleicht hier erst was abbauen, oder? Ah, ich glaube, es geht. Ich habe es gerade irgendwie geschafft. Okay, das klappt nicht so. Aber so geht es wohl. Okay, volle Fuhre. Wir haben Zinkblende dabei und haben jetzt ein großes Problem, dass gerade der Wagen hier toll abstürzt, weil ich ja keinen Saft mehr hatte. Das ist ja echt herbe. Der Anonymous, der hatte mir geschrieben da, ne, was man vielleicht machen muss, damit das klappt, ne, so wie es jetzt zum Beispiel aussieht, haben wir gerade keinen Saft mehr auf dem ganzen Gefährt hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hinkriege, ne? Ich glaube, ich habe jetzt auch kein grünes Zeug dabei. Ach, der Anhänger ist noch nicht mal voll. Der Rucksack ist nur voll. Oh. Aber es nützt nichts. Ich brauche jetzt Biomasse. Den kriege ich da sowieso nicht anders weg, glaube, ne? Aber wir sind ja schon gleich hier oben. Da ist unsere Basis. Können wir mal laufen? Ja. Dann lass uns gerade die Zinkblende hier hinbringen. Da hinten ist was frei. Oder wir können sie auch gleich hier reinschmeißen. Ne? Zack. Da ist der Rucksack leer dann. Ja. So, da ist das schon erledigt, aber wir müssen schauen, dass wir jetzt hier nebenbei noch was leer machen, sonst können die Zinkblende auch nicht weiter produziert werden, ne? Aluminium wegnehmen. Keramik. Und nochmal Aluminium. So, Biomasse. Ist jetzt gerade nirgendwo hier. Da hinten ist welche. Dann, wenn wir schon mal hier sind, ne, dann packen wir da mal gerade was rein, damit das weiter geforscht werden kann. Und da links haben wir ja noch einen. Dann sind die schon mal beschäftigt, ne? So, Biomasse haben wir einmal jetzt mitgenommen und müssen jetzt schauen, dass wir wieder zu unserem Fahrzeug kommen. Einmal hier runtergeschlittert. Okay, wir sind da. Jetzt kriege ich das nur nicht da weg, wa? Wir müssen erstmal aus unserem Rucksack die Biomasse nehmen und da oben dran schlacken. Und dann müssen wir das gleich ausmachen, wenn er voll ist. Und der ist, glaube ich, voll, ne? Betreten. Den kriege ich da jetzt nicht weg, glaube ich. Weil der fährt nicht. Das ist jetzt ganz schlecht, ne? So, wie kriegen wir das hin, dass wir den doch fahren können? So, auf jeden Fall runtergefallen, oder?
Aber auch nur ein Stückchen. Das war jetzt irgendwie nicht so geschickt. Jetzt hängt er mir da drin, ne? Okay. Wie ist er jetzt leer? Ne. Das wird spannend. Wie kriege ich den da jetzt weg? Das ist leicht schlecht, ne? Das ist Kampf mit der Technik. Kriege ich das irgendwie abgehangen und dann... Unser Werkzeug. Okay, jetzt ist das Auto schon mal runtergefallen. Das ist schon mal etwas wert. Glaube ich. Den kann ich jetzt umdrehen. Jetzt komme ich da erstmal rein. Kann mit dem wieder fahren. Und kann den vielleicht jetzt hier anhängen. Einmal bitte absteigen. Und dann gucken wir uns das von hier nochmal an. So, das hat jetzt geklappt. Jetzt will ich hoffen, dass das hier auch noch klappt. So. Einmal eingestiegen. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier wieder. Müssen aber jetzt erst einmal wieder neu laden. Ja, irgendwie war das eine Taste, die der Anonymous mir gesagt hatte, wie ich den auflade, aber ja, ich weiß nicht mehr wie. So, aber das ist sowieso Blödsinn, was ich gerade hier mache, weil ich brauche gar nicht rausfahren eigentlich. Ich muss ja erst laden. Ich habe ja entladen von Hand. Das heißt, wir fahren wieder runter. Ist es. Da ist immer gut, dass ich das rausgefunden habe, schneller. Ich erinnerte mich gerade, dass ich V drücken muss, damit ich das da vorne anmachen kann. So, jetzt sind wir unten. Wir müssen hier so ein bisschen weiterfahren.
Wo war das hin mit der Zinkblende? Die war hier links, glaube ich, ne, oder? Oh, diese Säulen sind für mich ja wieder gar nichts hier, ne? Ja, ich glaube, wir können mal absteigen und erstmal hier ein bisschen aufräumen. Unser Werkzeug raus und plätten. Aber das hat jetzt gerade auch nichts gebracht, oder wie sehe ich das? So, jetzt geht's. So, wieder rein. Und nochmal überlegen. Fahren wir rechts? Fahren wir erstmal rechts. Ah, ich glaube, hier ist genauso schäbig. Einmal bitte den Strom wieder einschalten. Geht's hier noch weiter? War hier Ende? Ne, da unten ist noch was. Hat aber keinen Sinn hier. Wir sind auf jeden Fall noch tiefer gegangen. Da links ist die Zinkblende. Oder? Sieht so aus, ja. Aber was ist hier unten? Haben wir da noch weiter geguckt? Was haben wir denn da unten noch geguckt? Dass wir hier ganz unten sind und da geht nichts mehr, oder was? Hier ist auch noch ein bisschen. Da geht es weiter runter, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Jetzt können wir hier noch ein Stück weiter gehen und haben dann noch mehr Zinkblende wahrscheinlich, ne? Na, ich glaube, wir gehen mal wieder zurück und schauen zu, das war. Gemisch haben wir jetzt nicht dabei, ne? Oder ist da rechts Gemisch? Ja, ich glaube, das ist auch noch Zinkblende hier, ne? An unserem Werkzeug, ne? Ja. Haben wir auch nicht leer geräumt. Ja. Geht's da noch tief runter? Ne. Jetzt gerade nicht so prickelnd, was wir hier machen. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie ich das hier am besten mache, ne? Also hier fahren wir erstmal nicht runter. Das bringt uns ja nicht ganz so viel, ne? Wir gehen mal hier hin und gucken. Das ist definitiv Zinkblende, ne? Ja.
Kurz einmal Sauerstoff fassen. Oder wir könnten ja auch mit dem Fahrzeug hier weiter vorfahren, dann kriegen wir das ja auch hin, ne? Wo ist das Auto? Da. Kurz hier ausgestiegen. So, weitergegangen, wenn es denn geht. Da gibt es noch Zinkblende, da muss noch mehr sein. Da ist nichts mehr. Da muss noch was sein. Kurz ein bisschen hier rüber gehen, damit wir nicht diese komische Skulptur da kaputt machen. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, wir können erstmal was entladen. Das haben wir. Und weiter hierhin, vielleicht gehe ich weiter zurück und mach mal dieses Ding da kaputt. Ich glaube, wenn ich hier so bin, dann müsste es mich nicht mehr erwischen, oder? Gut. Kann ich das auch aufheben? Forschungsprobe, ja. Sehr gut. Überall soll hier noch Zink sein. Dann holen wir das doch jetzt mal langsam hier ran. Ist hier auch noch was? Wohl nicht. Hier noch was? Ne. Dann gehen wir ein Stück zurück und nehmen diese Ebene und bauen die mal ein Stück vor. Dann gucken wir mal, dass wir da noch weiter abbauen können, ne? Weil hier kommen wir ja noch hin. Ne, das war schon richtig, aber so.
Wo ist denn dieses Teil hier? Was schwebt hier? Auf einmal zum Auto, auftanken der Luft. Hat geklappt, zurück. Und wie kriege ich dieses Teil hier aus der Luft? Gar nicht. Was dahinter? Wo ist denn dieses Teil hier, was hier in der Luft schwebt? Ja, kriege ich gerade nicht. So, gucken wir mal, was wir noch reinmachen können. Feuerwerk haben wir hier, okay. Wir wollen entladen. Der Anhänger ist voll. Der ist auch voll. Hatten wir nicht drei? Ne, wir hatten nur zwei. Glaube ich. Okay, das heißt, wir haben noch vier Stellen in unserem Rucksack frei. Da wollen wir noch gerade gucken, dass wir noch ein bisschen kriegen. Kriege ich den jetzt von hier? Wo ist dieses Teil hier in der Luft? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben alles abgebaut. Hier ist nichts mehr. Da oben ist noch was. Da kommen wir aber nicht hin. Da ist auch noch was. Das ist Graphit, ne? Das ist was anderes. Okay, wir müssen zum Wagen. Da müssen wir mal gerade gucken, wie wir hier die Schräge so hinkriegen, dass wir da vielleicht noch was machen können, ne? Ich glaube, das ist zu steil, oder? Ja. Aber so kommen wir doch hoch. Was ist das da für eine Kiste? Ist da was drin? Exo-Koffer, okay. Aber ich muss jetzt erst zurück, ich habe keinen Sauerstoff. Wie kriege ich den Exo-Koffer da weg? Mal gucken. Dann muss ich das Werkzeug dabei weg haben. Um an den Exo-Koffer zu kommen. Kann ich den so tragen? Ein gewährter Behälter mit Sprengstoff geöffnet werden. Ach, Sprengstoff brauche ich dafür. Na super. Ja, da hinten ist auch noch irgendwie was. Tragen kann ich ihn wohl nicht. Jetzt muss ich aber nur ganz schnell finden, wo mein Auto steht. Sonst habe ich gleich einen Verlust.
Gut. Okay, ich denke, wir werden jetzt hier schauen, dass wir hier irgendwie gedreht kriegen und dann wieder hochfahren. Ich packe dann die Geschichte aus und dann müssen wir mal gucken, was wir weitermachen, ne? Ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.